Hey Leute, eher wie Rocket oder Radsport, die Siebträgermaschine für Radsportler von Rocket Espresso. Ich habe die neue Cinquantotto. Das wird jetzt ein Spaß beim Auspacken. Cool. Die Cinquantotto hat einen Festwasseranschluss und die Maschine kommt irgendwann hier neben die Spüle, aber momentan wohnt sie hier in der jetzigen Kaffeeecke ausgepackt und schaut mal, leider sieht man nachher den Rücken nicht mit diesem Rocket Schild hier, Rocket Espresso Milano. Das ist natürlich sehr geil. Und hier haben wir den Festwasseranschluss, das Kabel bzw. der Schlauch. Wir haben die Abtropfschale, ein Einer und ein Zweier Siebträger. Das ist ein Display, was hier vorne dran kommt, um die Feineinstellung zu machen, aber jederzeit abnehmbar. Wir haben einen Temper, Splint-Sieb. Ja, und hier ist der Wassertank, wenn die Maschine nicht ans Festwasser angeschlossen ist. Jo, dann gab es noch hier ein Update-USB-Stick für was auch immer, muss ich sehen. Irgendwie Maschinenreiniger, davon habe ich aber ganz viel hier unten schon im Schrank stehen. Und noch ja, eine zweite Dampfdüse hier, das ist glaube ich mit kleineren Düsen als die, die hier drauf sind. Jo, und am Schluss, last but not least, hier eine schöne Beschreibung. Habe ich noch nicht reingeguckt und jetzt geht's ans Aufbauen. So, die Cinquantotto hat ungefähr eine Stunde richtig schön aufgeheizt. Jetzt lassen wir noch mal ein bisschen Wasser raus, kurz. Schon schön leise, oder? Die Rotationspumpe. Jo, hier das abnehmbare Display. Hierüber kann man die Dampftemperatur, Dampfboiler einstellen und den Brühboiler. 93 Grad der Brühboiler, 126 Dampfboiler. Dann haben wir hier einen Shot-Timer hier oben eingebaut. Den brauchen wir, wenn wir ohne Display arbeiten. Aber auch das Display zeigt mir die Sekunden. Los geht's! Ja, der Kaffee läuft noch ein bisschen schnell, das heißt, ich muss noch ein bisschen feiner mahlen, damit die Menge eben vielleicht hier bis zum unteren Strich geht, weil das ist ja ein Single Shot aus dem Zweier Siebträger. Das heißt, ich muss ein bisschen feiner mahlen, aber für ein Milchmischgetränk reicht's und jetzt gehen wir mal mit Power an die Milch. Normalerweise würde ich Kännchen nehmen zum Aufschäumen, aber für meine Frau ganz oft hier einfach im Glas und dann den Kaffeeschott oben drauf. Und so machen wir es jetzt auch mal. Ein bisschen ablassen. Wunderbar. Jetzt bin mal gespannt, wie diese Maschine hier arbeitet. Wow. Das ist gar nicht so schlecht. So, für den ersten Versuch ganz gut. Übrigens muss ich eben gerade zimmerwarme Milch nehmen. Nehmt ihr die aus dem Kühlschrank, dann könnt ihr länger schäumen und dann kommt noch mehr Milch hoch. Aber ich möchte jetzt nicht über 60, 65 Grad erhitzen, sonst haben wir Probleme hier mit den, das sind glaube ich Proteine, die schmeckt dann nicht mehr so gut. Bin ich der Experte. Machen jetzt hier unsere beiden Shots rein. Eins, zwei. Meine Frau bekäme nur einen. Und voilà, damit gehe ich jetzt auf die Terrasse. Rocket Cinquantotto, die Radsportler-Espressomaschine. Geilo.